als Psychologe wissen wir, vergangenes Verhalten ist der beste Prädiktor für kommendes Verhalten. Also auf gut Deutsch, die Scheiße, die du früher gemacht hast, wird genauso demnächst wieder stattfinden, wenn du nicht deine Muster durchbrichst. Greater. It's in you. Oh, ist das schön, wieder hier zu sein. Ich liebe diese Location. Sowas für Boris Becker Wimbledon, wa? Ich habe ähnliche Schulden. Nein, okay, das ist... So viel ist dann doch nicht. Das ist für mich hier die Volksbühne. Ich liebe diese Location. Aber, und jetzt muss ich ganz ehrlich sein, das klingt so nach sich ranschleimen. Oder wie Freunde von mir sagen, sich ranschmielen. Das ist... Ich liebe immer diese Abenden und zwar auch mit euch. Ihr seid nicht immer die gleichen, aber die Atmosphäre ist immer so anders. Ich würde das gerne so manchmal konservieren, wie es hier so bei uns in Köln ist und mit nach Erfurt oder Kiel mitnehmen, weil die können sich das manchmal gar nicht vorstellen. Ich mache da hin und wieder Begegnungen. Also Stefan, danke für den kurzen Werbe am Blog, den er hatte in meinem Buch in der Hand gehabt. Das gibt's noch gar nicht, kommt erst nächste Woche raus. Da ist ein Foto von mir drauf, steht drauf, Psycho-Hex für ein glückliches Leben. Und ich sehe auf dem Cover, ausgesucht vom Verlag, so aus. Und dann habe ich das Bild gesehen und gesagt zum Verlag, warum nimmt ihr das Foto? Es gibt so viele Fotos, wo ich gut gelaunt meine Zähne zeige. Und dann sagen die, zu viel gute Laune schreckt den Käufer ab. Ich sag, was? Ihr müsst wissen, die kommen aus Hamburg, die meinen das ernst. Und dann habe ich drüber nachgedacht, da ist so viel Wahres dran. Das ist die Vertriebsstrategie der Deutschen Bahn. Deshalb ist es da auch immer so voll, weil die ziehen alle absichtlich so eine Fresse und sehen aus wie Angela Merkels Kinder. Das ist unfassbar. Die Mundwinkel nach unten und der Laden läuft, scheint so zu sein. Übrigens, als Psychologe kann ich auch sagen, die Deutsche Bahn, wenn man jemand irgendwann mal nicht so in psychologische Trainings und Seminare investieren will, fahrt Deutsche Bahn. Weil du lernst so vieles, wie auch ein Philosophie-Exkurs. Du lernst, dass Raum und Zeit relativ sind. Es ist so schön. Und es ist so schön, hier zu sein. Und ich war die ganze Woche unterwegs und ich muss euch was teilen. Nicht immer ist es so schön wie hier im Backstage. Da waren alle ganz, ganz lieb zu mir. Das ist ganz toll. Ich war letztens bei einer Veranstaltung und wusste ich irgendwie gleich, musste raus. Und dann hatte ich mir noch ein Wasser und einen Kaffee bestellt. Jinxi sagt niemals Kaffee und Wasser. Ja, stimmt, war Weißwein, aber egal. Und und dann wartete ich auf mein Wasser und meinen Kaffee und dann klopfte jemand und es brachte eine charmante Dame, eine Frau so in meinem Alter. Und als sie klopfte, sagte ich, Entschuldigung, Sie können ruhig reinkommen, aber ich ziehe mich gerade um. Und was sagte die wortwörtlich, echtes Zitat, sagte, kommen Sie ruhig rein, ich ziehe mich gerade um, sagte sie, ist kein Problem für mich, ich habe lange in der Pflege gearbeitet. Das macht euch Spaß, ist ja unerträglich. Ich bin viel Kummer gewohnt, hat sie noch so nachgeschoben. Und da war ich so dankbar. Hast du auch in der Pflege gearbeitet? Okay. Und da war ich so dankbar, dass ich tatsächlich, jetzt komme ich zum inhaltlichen Teil, so Psycho-Hacks habe, um mein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Und ich habe euch davon drei Stück mitgebracht und einen Bonus-Track. Ein Bonus-Hack heißt es dann. Ja, genau. Ich habe drei Psycho-Hacks mitgebracht und einen Bonus-Hack. Und dazu gibt es noch drei psychologische Prinzipien. Und um die Spannung zu steigern, habe ich das Ganze in so einem schwarzen Beutelchen vorbereitet. Als mein 13-jähriger Sohn das gesehen hat, dass ich Requisiten mitbringe, hat er gesagt, Papa, du hast dich vorbereitet. Das ist für den eine völlig neue Erfahrung, bin nämlich bei Veranstaltungen begleitet. Und was habe ich mitgebracht? Ja, was haben wir hier? Okay, das erste ist unspektakulär. Kennt ihr alle? Ein Handy, brauchen wir später. Dann eine Tasse, auch ein Psycho-Hack. Und mein neuer Liebling, diese Kerze. Und ich kann jetzt schon verraten, das wird spektakulär, denn diese Kerze kann Ehen retten. Ich weiß, was du gedacht hast. Gut.
Sie ist vielseitig einsetzbar, ja. Mein Sohn lebt dabei, der ist gerade todpeinlich, wahrscheinlich hat er das Haus verlassen, ich kann jetzt ruhig weiterreden. Also das sind die drei entsprechenden Psycho-Hacks, die ich dabei gehabt habe. Jeder Psycho-Hack ist so eine kleine Technik, weil ganz viele Menschen und gerade Männer haben Angst vor Psychologie. Die haben immer Angst, dass da zu viel gelabert wird, da passiert nichts. Die haben ja alle, Männer haben ja alle so kleine Bob der Baumeister in sich leben. Ne? Also so Stefanie Stahl sagt ja, wir haben alle ein inneres Kind, das trifft auch Frauen zu. Männer haben so einen kleinen Bob der Baumeister und die können dann so mit psychologischen Sachen häufig nicht viel anfangen. Aber damit die einen Zugang dazu bekommen und sich auch wieder mit ihrer Partnerin, die offen für dieses Thema ist, unterhalten können, habe ich halt ganz viele von so erlebbaren, haptischen Psycho-Hacks entwickelt, die ich euch gleich präsentieren werde. Jeder von denen ist wirklich eine Technik, die man wirklich mitnehmen kann, damit man so neben all den anderen Sachen, die ihr schon gelernt habt, noch was dabei habt. Und dann habe ich euch drei psychologische Prinzipien mitgebracht. Das ist so der kurze Theorieanteil, der ist aber ganz, ganz wichtig, damit ihr so die Idee dahinter versteht. Und diese drei Prinzipien, wenn ihr davon wirklich ein, zwei Sachen mitnimmt, oder so wie es Markus gesagt hat, die ein, zwei so Merksätze wirklich mitnimmt, dann hat sich das schon hier gelohnt. Das erste Prinzip, was ich euch mitgeben möchte, das ist tatsächlich das Geheimnis für ein glückliches Leben, ist, wer ein glückliches Leben will, der hat einen ausreichenden Puffer, eine Pufferzone zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, wenn du so drauf bist, dass bei dir zwischen Reiz und Reaktion keine Pufferzone ist, dann bist du gefährdet, ein Opfer deiner eigenen Emotionen zu werden. Das heißt, egal was in deinem Leben passiert, du hörst irgendetwas, was dich triggert, dann kommt sofort so ein Probleme, irgendeine Reaktion bei rum. Dann merkt man, derjenige, der so drauf ist, der hat zu wenig Pufferzone da. Da ist kein ausreichender Puffer, da ist die Zündschnur ganz kurz. Das ist aber auch, wenn jemand einen Kaufreiz sieht und sofort bestellen muss oder irgendwas anderes sieht und sofort reagieren muss. Deshalb ist meine Empfehlung, mach diesen Puffer in deinem Leben größer. Achte darauf, dass deine Zündschnur nicht zu kurz ist. Und da habe ich was Erschütterndes gelesen, das habe ich wirklich gelesen, das ist eine Untersuchung und es ist nicht sexistisch, sondern es ist statistisch. Eine neue Studie zeigt tatsächlich, dass bei Menschen, bei denen die Zündschnur sehr kurz ist, vor allem bei Männern, also das ist eine männliche Studie, also wo Männer untersucht, die zu Gewalt und Aggression neigen. Und bei denen die Zündschnur sehr kurz ist, will ich es mal so formulieren, sind andere Bereiche auch nicht sehr lang. Wie hängt das? Das erklärt sich für viele einiges. Ja, okay. Deshalb machen manche Bodybuilding. Und das ist tatsächlich, warum ist das so? Das lässt sich relativ leicht erklären. Wenn du als Heranwachsender plötzlich merkst, dass da nicht so viel ist, dann entwickelst du tatsächlich Minderwertigkeitskomplex. Du fühlst dich vom Leben nicht geliebt. Du fühlst dich auch sonst nicht wahrgenommen und nicht geliebt. Und dann entsteht einfach so eine Aggression, so eine negative Grundhaltung. Und dann ist diese Zündschnur halt sehr kurz und du gehst halt mehr und mehr in die Aggression und irgendwann bist du in deiner Kraft so gut, dass du nur darauf wartest, dass jemand was Bescheuertes sagt, um endlich zeigen zu können, wie stark du bist. Und deshalb achte mal da auf deine eigene, guck mal bei dir in deinen eigenen Lebensspiegel, wie ist so deine Pufferzone? Und ich habe dir dahinter ein paar Hacks mitgemacht, damit dieser Puffer wachsen kann. Und auch ganz wichtig da, wenn es darum geht, es sich im Leben ein bisschen schöner zu machen und ein glückliches Leben geht, bitte verwechselt es nicht mit einem perfekten Leben. Das ist das, was ich ganz häufig feststelle. Menschen wollen kein glückliches Leben. Sie wollen ein perfektes Leben. Menschen wollen keine glückliche Liebe. Sie wollen eine perfekte Liebe. Menschen wollen kein glückliches Liebesleben. Sie wollen ein perfektes Liebesleben. Aber die Kunst ist, damit umzugehen, auch glücklich zu sein, wenn die Bedingungen nicht perfekt sind. Auch wenn die Zeiten schwer sind, damit umgehen zu können. Auch dann ein glückliches Leben, auch ein glückliches Liebesleben zu haben, wenn man Bauch hat und Hängebrüste. Und dabei rede ich nur von meinem Körper. Es ist so entscheidend, das anzunehmen, was da ist. Und damit umzugehen. Ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken. Und doch, ich mach das. Ich
Ich habe so viel Geld. Ich kann euch sagen, ich habe so viel Geld für Selbstakzeptanztherapie ausgegeben. Das Fett bleibt dran, da gibt's kein Pardon. Also, das ist... Und das nächste Prinzip, was ich euch mitgeben möchte, ist tatsächlich auch ein ganz leichtes Geheimnis aus der Psychologie, was man verstehen und erkennen muss und damit arbeiten muss. Und in meinem Buch gibt es ganz viele Methoden, um damit umgehen zu können, aber dazu später mehr. Das heißt, diese Technik, der nächste Lehrsatz, den ich für euch habe, ist: Muster erkennen, ungünstige Muster durchbrechen, neue Muster erschaffen. Weil als Psychologe wissen wir, vergangenes Verhalten ist der beste Prädiktor für kommendes Verhalten. Also auf gut Deutsch, die Scheiße, die du früher gebraucht hast, wird genauso demnächst wieder stattfinden, wenn du nicht deine Muster durchbrichst. Ja, ich habe immer so das gleiche Beuteschema. Ja, und nach 2 Jahren ist sie immer wieder weg. Das ist, wenn wir unsere Muster nicht durchbrechen, wenn wir nicht Dinge neu machen, neu entdecken, dann wird's schwer. Und häufig können wir unsere eigenen Muster nicht sehen. Das ist tatsächlich so. Ich bin natürlich als Psychologe, wir haben alle selber in einer Klatsche und ich stehe dazu und bin selber regelmäßig in Therapie und dann höre ich von meinem... Natürlich! Oh mein Gott! Ist nicht so der Herr erzählt, es ist eine Menge dran zu arbeiten. Und dann letztens mein Therapeut zu mir gesagt, irgendwie gut gedacht ist nicht immer gut gemacht. Das heißt, ich habe festgestellt, in meinem Umfeld gehen Leute in die Passivität, lassen Leute ihre Leistung und ihre Einsatzbereitschaft nach. Und ich habe nie verstanden, warum. Weil ich selber immer so hochenergetisch bin, so hochpräsent und immer mache, mache, mache. Und dann hat er einen bemerkenswerten Satz gesagt, der hat mich tief berührt, weil es auch in meine Familie hineingespielt hat, dieses Verhalten. Wer viel macht, macht andere ohnmächtig. Wenn du in deiner Partnerschaft vielleicht feststellst, dass der Mensch an deiner Seite, obwohl du so energetisch bist, sich gerade so ein bisschen zurückzieht, vielleicht liegt es daran, dass du ein bisschen zu viel machst und ihm nicht mehr oder ihr nicht mehr auf Augenhöhe begegnest. Gib dem anderen den Raum. Wie das funktionieren kann, gucken wir uns an, wenn wir eine Dreiviertelstunde Zeit hätten. Okay, Punkt 3 ist ein Satz, eine Binse, kennt man aus Kalenderblattsprüchen, werden wir nur kurz anreißen. Glaub nicht alles, was du denkst. Wir alle haben Vorannahmen, Vorverurteilung. Und ich höre dann immer wieder Menschen, die sagen, nein, ich nicht, ich bin ganz offen. Ich habe nie Vorurteile Minderheiten gegenüber. Das ist richtig. Aber du hast Vorurteile denen gegenüber, die Minderheiten ablehnen. Da glaubst du zu wissen, warum die so sind. Ich mag auch nicht Menschen, die ungerecht zu anderen Menschen sind. Aber zu sagen, ich habe keine Vorurteile, sondern zu glauben, dass das, was du denkst, das ist, was wahr ist, ist total gefährlich. Ich habe es letztens erlebt, da hat eine Führungskraft, ein Unternehmer seiner Vertriebsmannschaft belohnt und ihnen ein geiles Event in Dresden geschenkt. Und alle haben abgekotzt, weil seine Idee war, wir machen das, worauf er richtig Bock hat, was das Schönste für ihn sein konnte. Er hat sie eingeladen, damals gab es noch, ins Taschenbergpalais, dann rüber in die Semperoper, 5 Stunden Wagner-Inszenierung. Der Vertrieb sagte, was haben wir falsch gemacht? Vorher gab es im Taschenbergpalais Schnittchen, Canapés mit Kaviar und Champagner. Und als die Schnittchen weg waren, dachten die, wann kommt das Essen? Nee, das war das Essen. Und als sie die Oper gesehen haben, haben die gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war aber nicht positiv gemeint. Und dieser Chef sagte, egal was man für die macht, ich habe denen das Beste gegeben. Nie kann man die glücklich machen. Hey, wäre er mit denen ins Fußballstadion gegangen, hätte es eine Stadionwurst und ein Bier gegeben. Die Jungs wären glücklich gewesen. Schau hin, was der andere braucht und glaub nicht immer alles, was du denkst und glaub nicht, dass du immer die Wahrheit gepachtet hast. Aber wie entkomme ich diesem psychologischen Fallen? Was kann ich dagegen tun? Eine berechtigte Frage. Dafür gibt es Psycho-Hacks. Und der erste Psycho-Hack zahlt darauf ein, damit der Puffer wachsen kann. Und ich habe festgestellt, ganz viele kriegen so Tipps, meditiere, geh in dich, geh joggen. Die meisten haben aber keine Zeit dazu. Versuche meiner alleinerziehenden Mutter, die 2 Jobs hat, zu sagen, nimm dir morgens eine halbe Stunde Zeit und mach den Sonnengruß. Die zeigt dir den Mittelfinger, aber keinen Sonnengruß. Applaus
Deshalb mein erster Hack für den Start in den Morgen, symbolisiert durch diese Tasse, und der heißt: Trink dich glücklich. Wartet, bevor einer sagt, endlich steht der Schmied zu seinem Problem. Nein, was ich meine, nimm dir die Zeit, nur eine Tasse Kaffee, nur eine Tasse Heißgetränk kann dein Leben verändern. Und wenn du nicht schaffst, eine Tasse Kaffee oder Heißgetränk in deinem Leben zu genießen, dann hast du ein echtes Problem, dann musst du dir wirklich von außen helfen lassen. Aber Nick, morgen früh, macht's bereits. Nimm dir Zeit für deine Tasse, für diese warme Tasse, halt sie in der Hand, halte kurz inne und mach im Endeffekt eine Trinkmeditation. Mit jedem Schluck, das ist nicht als Gag gemeint, probier es wirklich aus, mit den ersten drei Schlücken denkst du an Dinge, die dich in der Vergangenheit glücklich gemacht haben. Und du spürst, wie so ein Glücks- und Glücks-Level nach und nach Gluck um Glück hochkommt. Und dann schaust du dich in deiner Umgebung um und bist glücklich darüber, über die Menschen, die du hast, oder den Hund, je nachdem, wie die Menschen sind. Und du genießt weiter und du merkst, wie dieser emotionale Puffer wächst. Und dann denkst du noch bei den letzten Schlücken daran, worauf du dich freust, was dich in Zukunft glücklich machen wird. Und wenn du dann aufstehst und die Tasse abstellst, wirst du ganz anders in den Tag hineinstarten, als wenn du in der gleichen Zeit auf deinem Smartphone die Bild-Zeitung News des Tages gelesen hast. Trink dich glücklich. Nummer zwei, für alle, die ihr Smartphone nicht lassen können, habe ich auch was vorbereitet. Das ist übrigens einer der Hacks, die entstanden sind in einer Zeit, in der es mir selber überhaupt nicht gut ging. Und da gab es immer einen Tipp: Schreib ein Tagebuch. Schreib ein Glücks- oder Erfolgstagebuch. Ich bin eine so faule Sau, ich habe das nicht gemacht. Aber ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst gegründet. Das ist die einzige WhatsApp-Gruppe, die ihr braucht. Wie gründet man eine WhatsApp-Gruppe mit sich selbst? Man sucht die Nummer seiner Schwiegereltern raus, packt die rein, schmeißt die wieder raus. Und je nach Verhältnis klärt man sie auf, was das sollte. Und wenn nicht, hat man demnächst einen schönen Sonntagmittagsthema. Und warum sind wir nicht mehr in der Gruppe? Ganz einfach, es geht um Glück und Lebenszufriedenheit. Leonard, nein, Oma und Opa sind toll, ganz toll. Ich vergesse immer, dass der dabei ist. Und was macht man mit dieser WhatsApp-Gruppe? Immer dann, wenn dir was Gutes gelungen ist, also nicht eine Affirmation, wenn du denkst, du könntest was, sondern wenn du wirklich was gekonnt hast. Wisst ihr, warum diese Affirmationen, die sich selber stark reden, warum das Affirmation heißt, dieses Ich bin super, ich bin der Beste? Morgens, wenn man es so aufsagt, weil es affig ist. Auch das habe ich früher ausprobiert. Stand ich morgens vorm Spiegel, habe ich gesagt, ich bin der Beste, ich bin super, ich bin sexy. Dann kam meine Frau vor mir und sagte, Rolf, du brauchst eine neue Brille. Und deshalb habe ich mit WhatsApp dich selbst angefangen. Und habe mir, immer dann, wenn mir was Gutes gelingt, immer dann, wenn ich Menschen Freude machen konnte, mir selber eine Sprachnachricht in dritter Person geschickt. Also im Sinne von, Rolf, du warst richtig klasse, das hast du gut gemacht, und habe das begründet. Für den Normalo fühlt sich das komisch an. Ich mochte das. Und wenn man das regelmäßig macht, übst du was. Probier es wirklich aus. Es passiert was Spannendes, weil ganz viele von uns haben so ein Programm in sich. So ein Programm in sich, das heißt, Selbstlob stinkt. Quatsch! Selbstlob stimmt, genau. Und wenn du dieses Programm im Kopf hast, bist du wahrscheinlich jemand, der sich total nach Wertschätzung sehnt, aber sich selber keine geben kann. Tu es, sprich es rein. Und wenn du dann Tage hast, wo du dich nicht wohlfühlst, dann hör dir mal an, was für eine geile Sau du bist. Was du alles auf die Kette kriegst. Das ist sensationell. Weil wir können uns immer an alles erinnern, was nicht gut gelaufen ist. Wir haben so eine innere Hall of Shame anstelle von einer Hall of Fame. Aber jetzt hast du die Chance, veranker das. Und dann passierte etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Eine Teilnehmerin, die es genutzt hat, hat es mir erzählt. Mir wäre es nicht aufgefallen, ich habe es hinterher recherchiert, das stimmt aber. Bei ganz vielen Menschen ist es so, dass die eigene Stimme ähnlich klingt der eines Elternteils. Also hoffentlich der des gleichgeschlechtlichen Elternteils. Und meine Stimme klingt so wie die von meiner Mutter. Nein, und tatsächlich hat diese Frau mir erzählt, dass ihre Mutter
leider, das ist jetzt nicht der witzige Teil, aber trotzdem war, schon länger tot war und sie als Kind immer eher abgelehnt hat, eigentlich nie für irgendwas gefeiert hat. Aber als sie dann diese Sprachnachrichten, die sich selbst geschickt hat, abhörte, hörte sich das so ein bisschen an wie die Stimme der Mutter. Und sie sagte, sie wusste, es ist nicht die Stimme der Mutter, aber ein tiefer kindlicher Anteil in ihr hat total darauf geschwungen, weil endlich diese weibliche Stimme, die so ähnlich klang wie die ihrer Mutter, sagte, Mensch, Jutta, du bist richtig toll, das hast du gut hingekriegt. Und dieser Moment, sagte sie, gab ihr eine echte Gänsehaut und hat einen Heilungsprozess ausgelöst, weil ihr klar war, das, was sie sich erhofft und immer noch dem hinterherarbeitet, dass die Mutter irgendwann sie loben wird, das wird nie passieren. Also ist sie selbst verantwortlich für ihr Glück und hat dann die ersten wichtigen Schritte gemacht. Vielleicht klappt das auch für dich mit WhatsApp, dich selbst. Frage an die Regie. Haben wir noch Zeit für die asiatische Beziehungskerze, weil die Zeit ist um, dann kann ich das Rätsel nicht lösen. Ah gut, okay. Jetzt geht's ans Eingemachte. Was braucht man dazu noch? Nein, okay, was? Was ist dieses Kerzengeheimnis? Ganz einfach, wenn ihr ein Konfliktgespräch habt, gibt es den größten Fehler, den alle immer machen. Wir führen das Gespräch, was wir führen wollen, weil wir unter Druck sind, zwischen Tür und Angel mit dem anderen oder der anderen. Schatz, wir müssen reden. Aber meistens dann, wenn man gerade auf dem Sprung zur Arbeit ist oder gerade was ganz anderes macht, dann hat man keine Zeit dafür. Man hat nicht den richtigen Rahmen. Und plötzlich eskaliert es, weil man nicht in der richtigen Energie ist. Und tatsächlich gibt es eine asiatische Tradition, so wie bei uns zur Kommunion, gibt es dort häufig so eine Kerze zur Hochzeit geschenkt. Weil es da die Tradition gibt, wenn es ein Problem in einer Partnerschaft gibt, dann trifft man sich an einem gemeinsamen Esstisch oder anderen Tisch, stellt die Kerze in die Mitte und zündet sie an. Und dann entsteht ein ganz anderer Raum. Eine ganz andere Atmosphäre, weil unbewusst assoziieren wir mit diesem Kerzenlicht eine romantische Atmosphäre und wir schwingen schon ganz anders. Und jeder Vorwurf hört sich wie ein sexy Necken an. Es ist eine ganz andere Situation. Und das Tolle dabei, in dieser klassischen asiatischen Tradition ist es so, wenn sich einer der beiden mit der Situation unwohl fühlt, sich nicht ernst genommen fühlt oder emotional, weil der Puffer nicht so stark ausgeprägt ist, sich überfordert fühlt, darf er die Kerze auspusten, den Raum verlassen, irgendwas für sich tun, damit es ihr oder ihm wieder besser geht und er wieder in einer positiven, besseren Energie ist und kommt dann zurück und ist aber verpflichtet, die Kerze wieder anzustecken und tatsächlich wieder ins Gespräch zu kommen. Nimm mit als diesen Psycho-Hack, wenn du ein Konfliktgespräch hast, führst nicht zwischen Tür und Angel. Michael Ehlers, den kennt ihr, den Kommunikationstrainer, er sagt, er führt auch jedes Mitarbeitergespräch bei Kerzenlicht. Erst in der Adventszeit, bis er gemerkt hat, auch dann wird die Stimmung besser, selbst wenn schon lange kein Advent mehr war. Es hilft. Er sagte, nur dieser vergammelte Kranz sah scheiße aus nach einer Zeit. Aber sorgt für eine entsprechende Atmosphäre. Und ganz häufig habe ich von Menschen gehört, die das gemacht haben, dass dann in dieser besonderen Atmosphäre, wenn man sich plötzlich verstanden hat, wahrgenommen hat, das Ganze sich in eine ganz andere, sehr intime, kommunikative Richtung entwickelt hat. Also das ist die Kommunikationskerze. Verabschieden von euch möchte ich mich mit etwas, was mir am Herzen liegt. Jinxy, Stefan kennen das, ich habe schon dann ein oder andere Mal hier auf der Bühne tatsächlich von meinem Sohn erzählt und der hat mir vorhin im Auto einen Satz reingehauen, den muss ich noch loswerden. Mein Sohn ist irgendwann mal mit 11, hat er Zauberei für sich entdeckt, hat die Idee gehabt, komm, ich will damit im Fernsehen auftreten. Und hat gesagt, wie, du kannst doch nur 3 Tricks. Und hat er gesagt, du kannst nicht mal 3 Tricks und trittst auch im Fernsehen auf. Und dann war es tatsächlich so, dass es passierte, dass irgendwie die Ehrlich Brothers jemanden suchten, Kinder suchten, hat es geschafft, war in der ersten Fernsehshow der Ehrlich Brothers, dann hat es so gut gemacht, dass als Kids in einer anderen Show der Ehrlich Brothers im Fernsehen zu sehen war und dann fanden die den so gut, dass sie ihn eingeladen haben, ein längstes hier bei dem Auftritt auf der großen Bühne mit denen aufzutreten, Wahnsinnsgeschichte und dann kam dieser Auftritt immer näher und er übte nicht dafür. Mittlerweile war er in der Pubertät wahrscheinlich angekommen und das interessierte ihn nicht und sagt, Leonard, warum übst du nicht dafür? Das ist ein wichtiger Auftritt. Und er sagt, ach Papa, ich habe als Zauberer alles erreicht und und wir haben den wirklich abgesagt, weil zwischenzeitlich hat er eine neue Faszination entdeckt. Dann wollte der Schauspieler werden.
Komm, er muss jetzt wirklich nicht sein. Und dann hat er sich selber ganz eigenständig bei so einer Agentur beworben, wie sich hinterher herausstellte, irgendwie die größte und wichtigste Kinder- und Jugendschauspielagentur. Die haben den genommen. Und dann konnte er nicht drehen, nicht auf die Bühne, weil er plötzlich einen ZDF-Krimi drehen musste. Jetzt in Ostern dreht er einen Kinofilm in Tschechien. Und vorhin im Auto sagte er zu mir, als ich ihn gefragt habe, sag mal, Leonard, was ist eigentlich so dein Plan B, falls das mit dem Schauspiel nicht funktioniert? Was überlegst du, was willst du dann noch machen? Und dann sagte dieser kleine Kerl zu mir, gar nicht so mehr so klein, sondern ein Riese, als ich gesagt, was ist dein Plan B, sagte er, ach Papa, wenn gar nichts läuft, kann ich immer noch Speaker werden. In diesem Sinne, schönen Abend. Danke, Köln!